können wir immer nur ein Upgrade mitnehmen. Hier waren wir gewesen. Hier haben wir alles ausgebeutet. Okay, ich gehe zurück. Oh, nee, warte mal. Da war noch ein Safe, ne? Genau, hier war noch der Safe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Furchtbar. Alter Schwede. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Der macht mehr Schaden, der ist safe. Okay, hier will ich noch nicht lang. Ich möchte mal zurück, kurz zurück, ob wir da nicht irgendwas übersehen haben. Wenn, dann möchte ich alles mitnehmen. Alles mitnehmen und alles sehen. Ne? So. Schauen wir nochmal. Okay, ist hier noch irgendwas hier vielleicht am Liegen? Irgendwie Dollarschein oder so? Nein? Okay, gut. Gut, dann gehen wir weiter. Den haben wir, ne? Genau. Kann ich da nochmal eben kurz, warte mal, weil da steht ja immer, was ist das? Kann man das lesen, was das, was ist das? Ah, okay. Tugish Splicer. Tugish Splicer vertrauen auf rohe Gewalt und verprügeln ihre Gegner mit allem, was ihnen in die Hände fällt. Wobei die Rohrzange und Bleirohre bevorzugen. Thugish Splicer sind vermutlich am meisten gespliced und haben die Fähigkeit, Verlorenen den Anzug, den Abzug einer Waffe zu bedienen. Thugish Splicer schützen sich ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit, auf ihr stürzen sich ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit auf ihr Ziel, wodurch sie zu einem tödlichen und unerbittlichen Gegner werden. Splicer ist die Bezeichnung für jeden Bewohner von Rapture, die ihre Menschlichkeit durch die übertriebene Verwendung von Plasmide ausgeübt haben. Oder ausgebüßt haben. Alter, was? Was ist Adam? Das wundersame genetische Elixier Raptures Adam besitzt die Fähigkeit, die genetischen Code eines Menschen von Grund auf umzuschreiben. Alter, das, Alter, ich werde das nicht alles vorlesen. Boah, da sind wir ja noch, da sind wir ja noch nächste Woche dran. Wenn ich das jetzt alles vorlesen möchte. Oder will, oder keine Ahnung. Ich, hier gibt's nichts zum Lesen im Spiel. So, geh weg. Alter, geh doch aus dem Weg. Du, Alter, sag mal. Mister, sag mal. Okay, wenn ich das alles vorlesen würde, dann wären wir, noch bis Weihnachten dran. Mit, ich meine, wir werden sowieso ins nächste Jahr reinrutschen mit Bioshock 2. Das weiß ich jetzt schon. Weil ich glaube nicht, dass ich das vor Weihnachten fertig kriege. Also vor Neujahr. Weil ich muss ja auch noch das Best-of schneiden und damit muss ich auch noch anfangen. Das wird aber wahrscheinlich zum Neujahr kommen. Das Best-of-Video. Vermute ich mal. Weil da habe ich mir auch extra Urlaub genommen und so. Und da werde ich mich dann eine ganze Woche dran hinsetzen, Videos zu sich anzugucken, zu schneiden und tralala. Das wird ein bisschen Arbeit. Das ist eine Kamera, ne? Warte mal. Wo ist die Kamera? Da. Ja, flieg dahin. Sehr schön. So, dann machen die für uns die Arbeit. Dann können wir hier genüsslich durchgehen. Ohne dass wir hier Gegner haben. So, da hinten. Was steht da? Das Ende von Ryan ist das Ende des Ichs. Ich. Ja. Ich-Menschen. Die gibt es heutzutage auch noch genug. Kommen wir hier... Wie kommen wir denn hier rein? Geht das? Ach so. Ich habe immer noch im Kopf, in dem Raum, wo die... Hä? Wieso kann ich den Dollar nicht aufnehmen? Hallo? Ich würde... Hallo? Sag mal. Aha. Ich habe immer noch im Kopf diesen Raum mit dem Plasmid. Heute dritte Sitzung mit dieser unglaublichen Psychotante aus Europa, Dr. Sophia Lam. Sie sagt, Ryans Gerede von wegen, orientiert euch an der Nummer 1, soll nur uns kleine Leute gegeneinander aufhetzen. Was wir bräuchten, wäre Einigkeit, Solidarität. Dann hat sie mir einen Spiegel vorgehalten. Und tatsächlich, ich trage meine Haare und meinen Bart wie Ryan. Also den Rest des Tages erzähle ich den Leuten von Lam. Und heute Abend rasiere ich mir den ganzen dummen Schädel. Gib dich ihr hin, stand da gerade. Escape to Rapture, Flucht nach Rapture.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hier saß mal irgendwie der Mr. Andrew Ryan als Figur. Rapture ist gescheitert, wir nicht. Lehnt die Tyrannei des Ichs ab. Und da oben liegt noch eine Eve-Spritze. Komm ich da dran? Huch, was war das denn? Warte mal eben. So. Lem wird uns den Weg weisen, das haben wir schon. Oh Gott. Der Parasit ist unfähig, für sich selbst zu sorgen. Aber seine Bedürfnisse wachsen, bis er schließlich einen Krieg lostritt, um alles zu rechtfertigen. Eure Eltern haben euch nach Rapture gebracht, wo ihr den Parasiten nie wieder fürchten müsst. Ihr seht also, die Oberfläche ist kein Ort für euch. Aber ihr könnt die Welt zu euch holen. Wenn ihr jemanden kennt, der nach Rapture gehört, schreibt einen Brief an die Poststelle von Ryan Industries und, wer weiß, das nächste neue Gesicht kommt euch vielleicht bekannt vor. Krass. Mhm. Also wir müssen ja jetzt, oder wir sind jetzt auf dem Weg, lol. Wir sind jetzt auf dem Weg, das Plasmid zu holen. Das Abfackelplasmid. Fahrzeugwarte und Zutritt und für Mitarbeiter. Gehen wir gleich rein. Ich schau mal eben hier. Hier ist der Leuchtturm. Gibt es hier irgendwie ein Easter Egg oder irgendwas zum Sammeln? Anscheinend nicht. Hallo? Nein, was? Alter. Ich hing da gerade ganz komischerweise fest. Ach, hier unten kommen wir eh nicht lang, okay. Okay, dann schauen wir mal. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Hab ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor. Wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Mhm. Ich kriege jetzt auf jeden Fall Besuch. Ich möchte jetzt nochmal rechts lang gehen. Der kommt doch bestimmt jetzt, ne? War doch klar. Los, Choppers! Nehmt den Laden auseinander! So, ich gehe jetzt erstmal das Plasmid holen. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Okay, hier ist nichts am Liegen. Hier ist eine. Lass mich doch machen! Ihr wollt mich aufhaschen, ne? Schießt doch einfach auf die. Wieso schießt der nicht auf die? Ah, doch. So. Ich glaube, das war's. Schade, wir haben unseren kleinen Roboter verloren, aber der hat uns gute Dienste geleistet. Das ist besser auf jeden Fall. Es läuft irgendwie besser als wie im ersten Teil. Gut, man weiß nicht, wie es später wird. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich da überraschen. Okay. Mhm, hier ist irgendwie Whisky am liegen. Gin. Oh Gott, nee, das will ich gar nicht trinken. Hier ist noch ein Tagebuch. Jimbo, ich habe einen kleinen Dating-Tipp für dich. In Sachen Mädels warst du immer eine Null. Aber mit der Taktik läuft's hundertprozentig. Schnapp dir eine kleine und geh mit ihr in den Park. Geh zum Geschenkladen und kauf ihr einen Teddy. Das ist der Schlüssel. Dann, wenn's langsam spät wird, lad sie zu einer Fahrt in der Geisterbahn Reise zur Oberfläche ein. Und gleich nach dem ersten Mal erschrecken, hängt sie an dir dran. Und die Knutscherei geht los. Also, wisst ihr Bescheid, demnächst auf die Geisterbahn, ne? Also erst einen Teddy kaufen, dann in den Park gehen mit der Frau eures Willens oder eurer schlaflosen Nächte. Und dann anschließend die Geisterbahn und dann klappt's. Ist ein Tipp gewesen.
So, Trinker. Mhm, neues Tonikum, Trinker. Ziehe den größtmöglichen Vorteil aus den Brennereien und Winzereien von Rapture. Stoße auf deinem Gesundheit an mit dem Trinken. Mhm. Beim Trinken von Alkohol werden eine kleine Menge Eve wiederhergestellt, statt entzogen zu werden. Ja, aber dafür verlierst du aber. Dafür verlierst du aber wahrscheinlich auch Leben. Okay, ich rüste das mal aus. Ist gut zu wissen. Warte mal, wenn ich jetzt Alkohol trinke, ne? Ich schau mal eben. Okay, Leben verlieren wir nicht, aber wir werden dadurch besoffen. Das ist das große Problem. Aber wir können dadurch Eve kriegen. Das heißt, wenn wir zwei Flaschen trinken, sehen wir nicht mehr geradeaus. So, die Leiche haben wir schon durchsucht. Okay, jetzt müssen wir eben unser Plasmid holen, unser neues. Wir werden noch hier nicht mehr alleine sein, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Dann gucken wir mal. Ich bin mir gar nicht so sicher. Wie gut, dass wir schon aufgeräumt haben. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Rapture ist ein Organismus-Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Das wollen wir doch mal sehen. So, abfackeln. Kommen wir nochmal. Für 90. Abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Jawohl. Erhitzen Sie Gegner bis auf 1000 Grad. Achtung, Feuer breitet sich aus. Eieiei, wenn man überlegt, durch die ganzen Klamotten... Wir gratulieren zum Erwerb des Abfackelplasmids. Sagen wir, Tom hat einen romantischen Abend mit einem Mädchen. Was würde Sie wohl mehr beeindrucken, als ein Kaminfeuer entfacht mit einem bloßen Fingerschnippen? Oh. War ich nicht. Wenn man überlegt, durch diese Plasmide verändert sich der Mensch und man kann andere Leute anzünden und tralala. Das kann doch gar nicht gut gehen. Allein die Idee. Überleg doch mal. Alter. Gerade etwas ins Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre, aber niemand kann ihm helfen. Doch ich. Rauchen ist ungesund. So. Aber das kann doch gar nicht gut gehen. Auch der Elektrobolt. Wenn das irgendwie Menschen in die Finger kriegen würden. Oh Gott, das würde niemals nicht gut gehen. So, warte mal. Ich gehe jetzt erstmal in die Küche, bevor ich zurückgehe. Wie ihr wachsen, ihr im Garten. Okay, Fallendings, bla bla bla. Kann ich das hier irgendwie auftauen? Ich, okay, sonst liegt hier aber gar nichts. Ist hier was drin? Nee. Gather's Garden. So, Eve Upgrade. Mhm. Erhöht die maximal an Eve. Gentonika-Slot. Schalte einen weiteren Gentonika-Slot frei. Machen die stärker. Oder modifiziere die Fähigkeiten. Körperpanzerung. Vorsichtiger Hacker. Extra Nahrung. Du erhältst ein wenig zusätzlich Gesundheit von Snacks und Bandagen. Ich mach mal den Gentonika-Slot. Mache ich mal für 25. Jawohl. Dann haben wir hier nämlich einen weiteren Slot frei. Und, machen wir mal Eve-Upgrade. Komm, ein bisschen mehr Eve sammeln. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Da waren noch irgendwie Bereiche, die wir noch... Wir kriegen noch jetzt Besuch, oder? Wir sind nicht mehr alleine. Bist du noch an? Ich glaube, ich weiß, wer kommt.
Alter, was? Oh Gott, warte mal, warte mal. Nein, Alter. Alter, die ist fast down. Wo will die hin? Willst du mich verarschen? Die ist fast down. Bleib hier. Ich mach dich alle. Ich mach dich fertig. Hol mich, der Teufel. Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an. Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. 40 Adam, Eve-Spritze und $63. Voll geil. So. Okay, hat uns ein bisschen Leben gekostet. 2 Medipacks, egal. Sonst war hier nichts mehr, ne? Also die schwere Munition brauchen wir definitiv für die. Weil sonst kriegen wir die gar nicht down. Okay, hier sind noch die Minen, die ich hingeschmissen habe. Die nehmen wir noch wieder mit. Hallo? Geht die Tür jetzt auf? Okay, die andere Mine war an der Tür, die ist verschwunden. Die war hier. Ich weiß es genau. Das Spiel will mich auch mobben. So, das heißt, wir müssen jetzt zurück, müssen jetzt da abfackeln. Das Eis zum Schmelzen bringen, dann können wir mit der Bahn weiterfahren. Ich hoffe, wir haben ein Ticket. Ach ja, wir haben ja eine Monatskarte. Hier sind wir wieder am Parkeingang. In der... Sind die schon wieder neu aufgefüllt, die Container? Ich schau mal eben, ob hier... Ist ja auch schon wieder alles neu drin, oder? Tatsache. Oh. Tatsache, das heißt, wir können hier nochmal alles durchsuchen. Oh nee, doch nicht. Oder habe ich... habe ich in den letzten Folgen einfach ein bisschen was verpasst, einzusammeln hier? Das war nicht offen, da kann ich mich entsinnen. Können wir hier nochmal ein Waffen-Upgrade ziehen? Bestimmt nicht, oder? Ne. Das geht nur einmal und hier kommen wir auch nicht mehr dran. Okay. Ich glaube, hier weiter runter brauche ich auch nicht gehen. Gut. Gut, dass wir hier nochmal lang gegangen sind. Dann würde ich sagen, fahren wir mal eine Station weiter. Für Ryan war das Individuum ein Held. Ein edler Überlebenskünstler. Und Rapture war sein Paradies. Ein Schrein für die Überlegenheit des Egos. Und das Ergebnis? Sklaverei, Völkermord, Chaos. Jetzt, da der Tyrann tot ist, sind wir ein wahres Kollektiv. Eine einzige große Familie. Mhm. Genau, hier war das. Hier liegen nämlich auch Sachen rum. James war der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Und jetzt ist es, als wäre er niemals nach Rapture gekommen. Er hörte mich im Limbo-Room singen und kam an ganz schüchtern. Er hörte gerne Songs darüber, wie es wirklich ist. Oh, Entschuldigung. In dieser Stadt zu leben. Ich glaube, er hat versucht, Leute gegen Ryan aufzuwiegeln. Und jetzt ist er weg. Und ich bin hier und singe, erhebe dich, Rapture, steig auf. Und habe eine Höllenangst, dass sie mich auch abholen. Ich glaube, jeder hatte die Angst. So. Dann würde ich sagen... Fahren wir mal ein Ründchen. Ich schaue nochmal eben, können wir hier irgendwo anderes was abfackeln irgendwie? Wo geht's denn hier? Hier kommen wir nicht lang. Hier können wir was abfackeln, das ist klar. Aber geht das noch irgendwo anders vielleicht? Hier ist noch eine Niete drin, die nehmen wir mit. Sonst ist hier auch nichts, ne? Den haben wir schon ausgeräumt. Hey, ich kann mich entsinnen, dass wir diesen Koffer auch ausgeräumt haben. Aber gut. Wenn das Spiel mal... Okay.
Ausgezeichnet, alter Junge. Du bist ja ein echter Glücksfall. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Okay. Oh, warte mal. Die nehmen wir mit. Hallo, mein Freund. Ich sehe einem Mann gern in die Augen, wenn ich ihm mein Wort gebe. Wir beide, Kleiner, werden's weit bringen. Aha. Und jetzt? Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Aber nein. Du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Lam hat auf uns gewartet. Schieß und starte die Bahn. Oh, da ist die Tür offen. Ich will aber nochmal eben, warte mal. Aua, Alter, was? Aua. Noch mal eben kurz hier reingucken, wenn ich schon einmal hier bin. Aha. Andrew Ryan. Der hielt den freien Markt für eine Art Gott, der uns alle über den Regenbogen ins Paradies führen würde. Ich hingegen halte den freien Markt für eine fette Hure, die Gold nicht von falschen 50ern unterscheiden kann. Und so wurde der gute alte Andy zu seinem eigenen Gespenst. Und ich habe falsche 50er gedruckt, bis ich Geld hatte wie Dreck. Aha. Also ein Geldfälscher. Gut, dann würde ich sagen, hier nochmal kurz gucken, in der Truhe ist nichts drin. Dann reisen wir mal los. Warnung, du bist dabei, dieses Level zu verlassen. Du solltest sicher gehen, dass du alles erledigt hast, bevor du weitergehst. Eigentlich ja. Wir haben das Tonikum gefunden, das Geheime. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ja alles habe. Und es ist Erbfahrtzeit, also. So. Ich bin mir ziemlich sicher.